Wir könnten ich versuche mal jetzt Demonstranten, keine Ahnung, ich versuche die einfach mal, vielleicht reagieren sie, wenn ich habe ja noch nicht alle vier Dinge gemacht. Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Hört mir jetzt... Strahlende Zukunft. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Das ist das Richtige, was man rufen soll, das kann man auch... Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Komm, das ist jetzt nicht so vor, oder sind die jetzt schneller geworden? Die reden ja. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Wieder? Hallo, kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Ja? Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kahlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit! Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen! Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung! Genau! Du, Fascho! Schnauze, ihr Körnerfresser! Oder ich zeig euch, was Kahlschlag ist! Ach ja? Dann komm doch her, wenn du dich traust! Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört! Okay... Er ist zu beschäftigt. Ist es jetzt halt angeheizt genug, dass der Typ sich um sein Auto sorgt? Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Hat jetzt Angst? Na du, was soll's? Ansprechen? Ach du meine Güte. Warum sind denn die plötzlich so aggressiv? Oh nein, kommt nicht weiter in Richtung Tiefgarage. Bleibt weg. Bleib bloß weg. Was? Ich hab gar nichts getan. Nichts. Nichts habe ich getan. Nichts. Ihr kriegt mich nie. Oh mein Gott, ich hab die Schlüssel. Ich hab Schlüssel. Hahaha. So, jetzt machen wir hier das Ding hier hinten auf und... Ach Gott, nee, das ist ja der Kartenanschluss. Boah, der Schlüssel. Ach hier, der Schlüssel kommt hier rein. Alles klar. Also ich krieg da das andere Ding auf. Wow. Das ist krass. Das ist also das Ding, von dem der Beleuchter so geschwärmt hat. Das stinkt ja selbst im Stehen noch nach Abgasen. Schrecklich. Abgeschlossen. Das ist kein Problem. Oder? Da das... Kann ich das irgendwie... aufmachen? Besser nicht. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Okay, also... klar, wir haben einen Schlüssel. Moment. Oh je. Das sieht aber kompliziert aus da drin. Wozu wohl all diese Schalter und Hebel da sind? So. Jetzt ist es wieder abgeschlossen. Nein, ich abschließen. Und einsteigen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Hebel... Oh, das war wohl der Selbstzerstörungsmechanismus. Ist das geil. Oh mein Gott. Dieses Ding wird die Umwelt nie wieder verpesten. Das fährt nirgendwo mehr hin. Alles klar, okay, jetzt gehen wir mal nach oben. Der muss doch jetzt, der Typ muss doch, wenn ich so ein Auto hätte, ne, also jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Klimazeug, sondern wenn ich so ein Auto hätte, dann würde ich würde... Die Dreckschleuder ist kaputt. Sehr schön, was haben wir denn hier? Ansehen. Die Dreckschleuder ist kaputt. Ach, hier werden wir den Schrank, stimmt, öffnen. Schottleistung benutzen. Jetzt sollten die Schotts auf sein. Salvador,
Salvador, bitte kommen. Die Shots sind jetzt auf. Du kannst jetzt rein. Ich hoffe mal, das war ein Zu-Befehl, Faye. Wir sehen uns dann gleich drin. Okay. Ich hätte jetzt ein bisschen Schiss gerade, was da jetzt da... Was soll das denn für ein Geräusch sein? Faye! Ah, da bist du. Wo ist dieser Dr. Brown? Der steht immer noch am Buffet, als wäre er festgewachsen. Hm. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, also bring ihn am besten hierher. Und wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Alles klar, was mal schauen, was hier drinnen so abgeht. Was haben wir hier denn so? Salvador, ein Schrank haben wir hier. Da ist vielleicht was Nützliches drin. Ah, nehmen. Ich hab die Idee. So, jetzt geht das bestimmt mit Orangensaft, oder? Na du. Naja, wisch dich in die Jacke ab, bist ganz bravo. Aber kein Teil. Kann ich. Also die würde ich unter keinen Umständen mehr trinken. Das wäre zu auffällig. Ach jetzt, ich muss es erst von der, das war verdorbenen Orangensaft anscheinend. So ist schön dein Häppchen. Dann kriegst du ein Böschen. La la la. Und dann gab ich Dr. Brown die verdorbene Bohle. Warum? Wollten Sie, dass er auf die Toilette rennt und sich übergibt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, ich habe vergessen, dir etwas zu erzählen. Also nochmal, Braun hustete und ich gab ihm noch nicht die Bohle. Echt jetzt? Hallo. Ah, Sie... Das Essen sieht wirklich lecker aus. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch. Probieren Sie mal. Kein Vergleich zu dem Fraß, den andere Konferenzen manchmal anbieten. Und vor allem nicht zu stark gewürzt, das kann ich gar nicht leiden. Okay. Was hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Was Ihre Frage angeht, ich vertrage einfach keine starken Gewürze. Meine Schleimhäute sind da sehr empfindlich und... Ja. Das war jetzt mehr, als ich wissen wollte. Okay. Kannst du kurz mitkommen? Ein Freund von mir würde gern mal mit dir sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Und nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Mein Vortrag beginnt demnächst. Okay. Ich muss warten. Nehmen Sie... Also, jetzt nochmal. Er mag kein stark gewürztes Essen, weil seine Schleimhäute machen dann flup flup mit ihm und dann geht's ihm nicht gut und deswegen... Sie haben mir immer noch nicht erklärt, warum Sie ihm die verdorbene Bohle geben wollten. Stimmt. Ich hatte vorher noch etwas anderes gemacht, aber dazu komme ich gleich. Sie hat... Ach... Nee. Nee, hä? Sie hat noch was anderes gemacht. Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was hast... Ich kann mich... Was Ihre... Meine Schla... Ja. Ich muss weiter... Nehmen Sie sich am Bett... Was habe ich denn jetzt noch anderes gemacht? Kann ich jetzt? Das kann warten. Nee, kann ich nicht. Okay, hier ist nichts. Okay, Moment. Da bist du ja endlich. Wo ist Dr. Brown? Ich konnte ihn noch nicht hierher locken. Dann beeil dich. Du musst ihn zu mir bringen, bevor er seinen Vortrag hält. Das mag ja alles ganz richtig sein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den Herrn zu mir bekomme. Nein. Ach, nein. Ach, na klar, die Schilder vertauschen.
Sieht aus. Moment. Hoffentlich wird es. Ich vertausche die Schilder, na klar. So, Schild. Und Schild. So, jetzt den ganzen Mist nochmal. Ja, das war jetzt ziemlich logisch. Ich habe schon gewundert, warum er auf Toilette rennen soll, aber dann, wenn das so ist, dann passt es natürlich. Wichtig in Avengers, niemals hängt irgendetwas umsonst da. Es hat immer einen Sinn. So, mein Lieber. Wer sind Sie? Ich will, dass du das Indes-Kraftwerk abschalten lässt. Ha, wieso sollte ich das tun? Du musst nicht. Ich kann es sonst auch machen. Was? Was machen Sie da? Was soll das? Ich hab dir doch gesagt, man kann mit diesen Leuten nicht reden. Bevor sich die Kommission zur Beratung zurückzieht, erteile ich nun Inspektor Braun von der Internationalen Energiekontrollbehörde das Wort. Herr Braun hat im Vorfeld dieser Konferenz für die IOEC sämtliche Anlagen und Bauvorhaben von Indes Industries gründlich untersucht. Inspektor Braun, Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Na dann wollen wir hoffen, dass das jetzt gut geht. So, wir überwachen natürlich die Monitore. Oder sollen wir gleich das Band einlegen? Moment, wir legen mal. Bei diesen Bildern müssen Sie doch zur Vernunft kommen. Jetzt aber. Und los. Mein Name ist Braun. In meiner Eigenschaft als IOEC-Gutachter habe ich die Kraftwerke genauestens inspiziert und bin zu dem Schluss gekommen, die Kraftwerke von Indes Industries sind eine große Gefahr für unser Klima. Meine Untersuchung ergab zweifelsfrei, dass die Indes-Großkraftwerke zu einem Klimakollaps von globalen Ausmaßen führen werden. Wenn wir es ihm gestatten, unseren Planeten mit seinem Schmutz zu verseuchen, werden wir bereits bis 2050 mit katastrophalen Veränderungen des Weltklimas rechnen müssen. Globale Erwärmung, Abschmelzen der Pole, steigende Meeresspiegel. Dieser Mann ist nicht braun. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dies niemals geschieht. Indes hat recht. Das ist unmöglich, Dr. Braun. Was hat dieser Auftritt zu bedeuten? Sicherheitsdienst. Nehmen Sie diesen Mann in Gewahrsam. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich kann von hier aus direkt auf die Bühne sehen. Ja, das ist toll. Oh je, das läuft ganz und gar nicht nach Plan. Wie soll ich Salvador retten? Auf mich alleine hört ja niemand. Auf dich alleine vielleicht nicht. Kein Mal am Ringwald! Stopp den Kahlschlag! Ich lasse sie liegen. Oder kann ich vielleicht mit dem Megafon? Das bringt nichts. Ich versuche mal mit dem Herrn zu reden, den wir eingesperrt haben. Nanu? Meine Güte, so viel Blut, aber von Braun weit und breit keine Spur. Nur sein Koffer ist noch da. Sein Koffer. Ich weiß, ich denke mal, der ist im Schrank, der Typ. Das ist der Koffer, den Dr. Braun bei sich trug. Was haben wir? Was haben wir denn hier? Mal sehen, was alles in dem Koffer ist. Papiere. Noch mehr Papiere. Ah. Eine Magnetkarte. Die könnte mir noch nützlich sein. Ich weiß auch schon, wofür die ist und... Was hat er mit Dr. Braun gemacht? Der ist nicht in dem Schrank hier.
Ich will es nicht wissen. Ich weiß, wofür die Magnetkarte ist, und wir werden jetzt dafür sorgen, dass diese Konferenz gestürmt wird. Na dann. Hallo Demonstranten. Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Was hat das zu bedeuten? Wir verlangen die sofortige Abschaltung der Indes-Kraftwerke. Und was wäre Ihrer Meinung nach die Alternative? Der halbe Erdball ohne Strom?